So, und damit herzlich willkommen zurück zu Urbex City Builder. Und eine Sache, die wir schriftlich vernachlässigt haben, ist so einen kleinen Spaziergang durch die Stadt zu machen. Nach den langen Folgen, letzten beiden langen Folgen. Ich versuche sie diesmal ein bisschen kürzer zu machen. Guck mal, ein Bus. Sehr schön. Dachte ich, laufen wir so ein bisschen durch die Stadt. Wir haben ja so ein bisschen höhere Gebäude jetzt auch hier links dann da. Ich meine, so die ersten Stadtzentrumsgebäude. Genau. Oh. Ganz schön grell hier auch. Der Club oder nee, für die Kneipe, wo wir mal reinschauen können. Hier ist das Nachtleben tobt hier. Ganz schön wenig los für das Nachtleben tobt, aber es soll hier zumindest irgendwo in der Nähe toben. Das sind unsere. Das sind die Stadtzentrumsgebäude, sind aber sehr, sehr niedrig, ne? Naja, vielleicht. Die sollen ja noch höher werden. Ich denke. Also, ich habe ja gesehen auf den Bildern, dass man da richtige Hochhäuser kriegen kann. Und ich glaube, das ist ja auch schon alles im Spiel drin, weil die. Ist es ja Early Access? Nee, ist es nicht. Es ist, glaube ich, kein Early Access-Spiel. Deswegen sollte es ja eigentlich. Zumindest sehr viel schon drin sein. Hier ist unser Fußballplatz. Hier ist die Schule. Ich glaube, das ist die normale Schule und rechts daneben war das Gymnasium, ne? Das ist das Gymnasium? Sieht so flach aus. Nee, das ist, glaube ich, das Gymnasium. Oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall schön. Schön. Das ist das Gymnasium. Das sieht eher danach aus. Mit der Flagge davor. Schick, schick. Hinten sehen wir auch unsere Kohlemine noch. Und wir können sogar, glaube ich, hier oben rumlaufen. Ne? Hier ist Bushaltestelle, da kann man auf den Bus warten. Meine, hier kommt man ja rüber. Ne? Wo ist denn die Straße hier gebaut? Irgendwo haben wir doch hier eine Straße lang gelegt, dachte ich. Ne, haben wir nicht. Weil wir können hier einmal. Können wir eigentlich übers Wasser laufen? Ja, ne? Ja. So. Ich kann auch für den Flugzeug gleich eine Runde über die Stadt fliegen. Ist auch eine ganz schöne Perspektive. Hier ist nochmal so eine. Was ist das hier? Ach, Holzfällerlager. Und wir gehen mal. Wir machen ein bisschen Flugzeugflug. Wie ging das gleich nochmal? Ach so, genau. So. Oder Drohnenflug, besser gesagt. So wie so eine Drohne hier über die Stadt. Fand ich auch ganz schön. Und jetzt können wir auch schneller einstellen und ein bisschen über die Stadt fliegen. Nicht ganz so schnell, finde ich. Irgendwie Fahrrad ein bisschen schnell. So ist es angenehmer. Ich wollte nur mal so einen kleinen Stadtüberblick nochmal auf der Perspektive geben. Weil wir jetzt sehr, sehr viel gemacht haben. Hier ist auch unser erster Wohnblock. Da unten, wo die Lichter gerade ausgehen. Ich glaube, das ist der einzige, den wir haben. Bisher der einzige Wohnblock hier. Und hier unsere, ja, Nahrungsmittelproduktion. Mit dem, das ist das, was wir letzte Folge ganz am Ende gebaut hatten. Traktoren drin, ja. Nee, ich wollte mich nicht zurückzoomen. Falsche Taste, Entschuldigung. Lasst mich nochmal ganz kurz, ich wollte euch die. Das hier wollte ich euch zeigen. So, dann gehen wir mal kurz. So, sind langsamer hier. Traktoren sind auch drin, sehr schön. Und hier viele Lagerplätze. Ich finde die Lagerplätze in diesen Fällt dann irgendwie ein bisschen komisch, das sieht nicht ganz so gut aus, aber sonst. Da vorne ist die Stadt, aber es sieht schon ein bisschen städtischer aus, ne? Hinten sehen wir ja auch die andere Stadt. Und hier mit diesen Fischerhütten, das sieht echt cool aus. Und der Wassermühle. Schick, schick. Dafür passt die Holzbrücke auch gut, finde ich, ne? Die passt ja irgendwie rein, die Holzbrücke, in den Fischerhütten. Auf der anderen Seite sind wir ein bisschen groß, sind die Häuser schon ein bisschen größer, aber hier. Diese Fischersiedlung passt da gut zu. Ach, das ist ein Rebellenhorst hier. Ach, guck mal einen an. So. Gucken, ob wir hier irgendwie noch eine Rebellion kriegen. Eine anarchistische Rebellion in unserer Stadt. Oder ob wir sie eher zum Polizeistaat ausbauen. Mal sehen. Ich wollte da so ein Zwischending machen, ne? Irgendwie kann man ja auch später mal noch eine zweite Runde machen, wo man dann wirklich entweder Polizeistaat macht oder wirklich so. Mal gucken, ob es irgendwie eine anarchistische Revolution geben kann. Das Haus ist übrigens verlassen. Immer noch nicht neu wieder aufgebaut. Mal gucken, woran das liegt. Müssen wir gleich mal beobachten. Nicht, dass wir wieder in so eine Flaute reinrutschen, was wir schon mal hatten. Hier sind ein paar Häuser verlassen in dem Gebiet. Ne? Hier sind wirklich viele Häuser verlassen. Guck mal, hier, hier. Müssen wir ein bisschen darauf achten. Naja, gut. Wir gehen mal wieder raus und schauen uns mal an, ob irgendwas, ja, irgendwas nicht läuft. Arbeitsfähigkeit.
kriegen wir Arbeitsfähigkeit? Wie zur Hölle kriegen wir denn Arbeitsfähigkeit rein? Ach, dafür brauchen wir weiter bessere Häuser. Okay, gut. Sinn. Also Häuser bauen. Und hoffen, dass die sich auch möglichst schnell dann ausbauen sollten, sie eigentlich direkt. Arme Vorstadthäuser. So, Upgrade von Holz für die religiöse Gemeinde. Geht auch. Mehr Glaube, mehr Polizeistationen, okay. Können wir Polizeistationen eigentlich schon bauen? Nee, dafür brauchen wir noch ein bisschen mehr Einwohner. Aber wir können hier zumindest ein paar Häuser noch ansetzen. Brauchen dafür aber bessere Arbeiter, ne? So, haben wir noch Gebiete, wo wir... Also die liefern alle nur diese einfachen Arbeiter teilweise. Wo haben wir es? Den müssten wir hier noch ein bisschen was bieten. Den können wir jetzt mal eine Dorfkneipe geben, dann bauen wir den mal eine... Ach, wir können... Multisportplatz. Komm, wir bauen mal einen Multisportplatz hier hin. Das sieht, wie er aussieht. Und dann können wir den auch nochmal eine Versorgung geben. Fischmarkt, nee, das geht ja nicht. Eisenwarengeschäft. Ein kleiner Supermarkt auf jeden Fall. So, schlichter Sozialbau, zweistelliges Haus im Stadtzentrum, Polizeistation und Kirche freigeschaltet. Oh, sehr schön. Dann können wir hier zumindest mal eine Polizeistation in die Stadt setzen. So, im Stadtzentrum. Hier eventuell, ja. Komm. Du brauchst 138 mehr Arbeitsfähigkeit. Wir kriegen so langsam zumindest ein bisschen Arbeitsfähigkeit wieder rein. Die liefern ja auch ein bisschen was. Wohlhabendes Stadthaus. Sehr schön. Wir brauchen jetzt natürlich mehr gebildete Arbeiter, die wir durchs Gymnasium aber auch bekommen sollten. Deswegen haben wir auch so viele gebildete Arbeitsaufgaben, weil wir jetzt 1000 dafür ausgegeben haben. Okay, das kann natürlich sein. So, ich wollte die Polizeistation mal ganz gerne hier hinsetzen. Sehr schön. Wollen wir eine religiöse Gemeinde hier aufmachen im Stadtzentrum? Mal gucken, wie das aussieht. Eine Kirche haben wir nämlich auch noch. Bauen wir die nämlich daneben. Das ist jetzt eine religiöse Gemeinde. Eine ruhige, familienfreundliche Gegend. Okay, interessant. Was wird das jetzt hier? Es wird alles zur religiösen Gemeinde jetzt in der Innenstadt. Auch nicht schlecht. Was ist eigentlich, wenn wir das jetzt zweistöckig Haus ausbauen? Gesundheitswesen brauchen wir, okay. Kriegen wir das schon? Supermarkt, das wäre auch schon mal gut. Aber brauchen wir noch ein bisschen mehr Bevölkerung? Klinik. 24 von 40 Häuser im Stadtzentrum. Okay, wir brauchen mehr Häuser im Stadtzentrum. Die was brauchen? Anwohner, Versorgungsdienstleistung, Werkzeuge. Kommt er noch in der Nähe? Die müssen wir eventuell den auch nochmal setzen. Was sind denn diese Waren? Man die auch noch? Gut, dann würde ich sagen, können wir das mal machen.
Müssen da noch ein bisschen mehr Freizeit hier einrichten, glaube ich. Weil er Freizeit verbraucht. Ich würde nochmal so einen Multisportplatz hier hinsetzen, ehrlich gesagt. Wie weit ist das? Ja, so ein kleiner Radius tickt das auch ab. Das sind ja aber alles religiöse Gemeinden. Aus dem Stadtzentrum hätte ich ganz gerne. Konnektivität, was ist. Ach ja, Busse, ne? Konnektivität ist doch Busse bestimmt. Ja. Dann bauen wir hier noch eine Bushaltestelle rein. Jetzt sollten sie auch zu Haus im Stadtzentrum ausgebaut werden können. Meine ich. Holzhütte immer noch. Das wird, ich weiß nicht, warum das nicht ausgebaut wird. Ne? Also eigentlich kann man doch hier drauf drücken. Sagen, Haus, mach eine Haus im Stadtzentrum raus, aber vielleicht macht das auch automatisch einfach. Ich glaube, das kann man gar nicht selbst bestimmen. Aber hier haben wir zumindest viele Häuser im Stadtzentrum mittlerweile. Ich muss da gucken, das wird ja nachher bestimmt auch ziemlich kompliziert, das Ganze so auszubauen, dass das auch funktioniert, dass man dann die Hochhäuser wirklich in der Stadt hat. Straße durch. Nehmen wir so ein bisschen Wald noch weg. Weil da würde ich ganz gerne noch Wohnhäuser ransetzen. Wir bräuchten hier hinten wahrscheinlich einen Versorgungsmarkt. Dafür würde ich jetzt auf jeden Fall nochmal einen kleinen Supermarkt hier einrichten. Das haben wir hier, Polizeistation, die wird eine Klinik können wir bauen. Sehr schön. Das heißt, dann müssten wir eigentlich hier irgendwo das wegnehmen, würde ich sagen. Ja. Bauen da eine Klinik hin. Ja, jetzt sollten das zweistöckige Häuser im Stadtzentrum werden. Sollen einen zweiten Bauernhof-Schuppen bauen, okay. Können wir machen. Da brauchen wir aber noch mehr gebildete oder hochgebildete Arbeiter. Auch mehr gebildete Arbeiter. Und wir haben keine Kohle, sehe ich gerade. Wir müssen Kohlemine bauen. Eine weitere. Kohlemine. Kommen hier an der Hauptstraße. Ja. Immer noch minus 7 Kohle. Dann irgendwo anders noch eine weitere Kohlemine hin. Da warte ich drauf. Industrie. Kohlemine, ja. Hier noch eine hin. Geht. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Kohle wieder rein. Das ist gut. Hier wollte ich eigentlich mal eine Straße bauen oder die Straße mal hier fertig bauen. Ich dachte mich, wir hätten eine. Haben wir aber gar nicht. Ich würde sagen, oder wir bauen hier mal eine Brücke. Ich würde nämlich gerne mal die graue Brücke sehen, wie die aussieht. Hier. Wir das hier auch wegnehmen. Wir nehmen diese Sachen hier auch mal weg. Bauen hier noch Häuser hin.
So, das Stadtzentrum wächst schon ganz gut. Was brauchen wir denn noch? Damit das noch größer wird. Modernes zweistöckiges Haus. Nachtleben, Nachbarschaft. Kleine Bank. Also hier würde ich ja dann gerne eine Bank eventuell hinsetzen. Das ist also, oder so ein bisschen weiter hier. Was brauchen wir denn für eine Bank eigentlich? Kleine Bank. Mehr Bevölkerung, okay. Guck mal, wir haben jetzt sogar das Barackenviertel hier fast mit ins Zentrum integriert. Nicht wirklich ins Zentrum, aber zumindest in die Stadt. Ist auch ein Wohnblock jetzt entstanden. Also hier steht wirklich gerade das Stadtzentrum. Es wächst gerade gut zusammen. Hier unten haben wir ja immer noch unsere erste Siedlung. Und hier entsteht jetzt immer weiter in das Stadtzentrum. So. Wir haben Nahrungsmittel so langsam. Kommen wir an die Grenze, merke ich gerade. Das heißt, wir brauchen noch einen zweiten Schuppen mal. Den wir auch bauen können. Sehr schön. So. Jetzt können wir natürlich für Sozialbau. Was ist denn der Unterschied? Das ist natürlich deutlich mehr Einwohner. Lass uns warten hier so ein paar Sozialbau-Einheiten einrichten. Okay, wir brauchen als Voraussetzung tatsächlich nur mehr von diesen Sozialbauten, damit die wachsen, scheinbar, damit die das ausbauen. Dann würde ich sagen, bauen wir hier mal so ein paar, eine kleine Sozialbausiedlung hin. So. Okay, hier kommt noch normale Häuser hin. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen darauf achten. Wir haben zu viel Nahrungsmittelproduktion. Da würde es zum Beispiel hingehen. Da bauen wir noch eins. Mittlerer Sozialbau freigeschaltet. Okay. Okay, hier noch weitere Felder erweitern. Dann können wir noch weitere Bauernhäuser zumindest bauen. Ist hier das Problem? So viel Verschmutzung? So viel Verschmutzung. Okay. Na, eventuell müssen wir die Plantagen hier da wegnehmen. Müssen wir mal gucken, wo wir die hinsetzen später. Weil die hier Umweltverschmutzung produzieren. Okay, das wusste ich nicht. Kommen die wieder weg? Aber jetzt haben wir natürlich echte Probleme langsam. Und tschüss.
weit können wir die Raketen ausbauen? Okay. So weit. Würde ich sagen, bauen wir hier noch weitere Plantagen. Nicht so weit, aber... Hm? Hier ist überall Umweltverschmutzung. Ich gar nicht gedacht, okay. Na gut, aber der Bereich sollte jetzt passen. Bauen wir mal so ein bisschen Platz für die nächsten Felder, ja? Ich hoffe nicht, dass wir jetzt hier Umweltverschmutzung reinkriegen. Also wir lassen immer so ein bisschen Platz zu denen und bauen dann neue Felder hier drumherum. So, dann haben wir ein bisschen mehr Nahrungsmittelversorgung, aber immer noch zu wenig, sehe ich gerade, und zwar deutlich zu wenig. Das ist nicht gut. Einen Moment bitte, bin gleich wieder da. So, weiter geht's. Was wir jetzt auf jeden Fall machen sollten, was mir gerade auffällt, wir sollten weitere Silos errichten. Ne? Getreide-Silo zum Beispiel hier. Hat das Umweltverschmutzung? Nein, das ist nicht gut. Zwei oder mehr Bauernhäuser hier zum Beispiel wieder als hinpassen. Damit sagen. Hier können wir eins hin. Hier. Hier nicht, aber hier können wir eins hingehen. Dann machen wir hier eins hin. Wir können auf der anderen Seite noch ein paar Lagerplätze hinsetzen und haben dann wieder so ein großes. Sechs Stück brauchen wir. Dann kann sich das auch gleich ausbauen hier. Noch ein paar Felder drumherum errichten. Dann noch ein Bauernhaus hier hin. Mit den Pächtern. Das Pächtersystem vielleicht nur nutzen, aber das mit den Bauern finde ich eigentlich besser. Dann lass uns das lieber so machen. Wenn mal ein schönes modernes Getreidesilo 400 plus. Und wieder ein bisschen mehr Nahrung, das ist gut. Ist jetzt auch nicht so viel 400 plus, ne? So, wie bauen wir das weiter aus? Wir brauchen eine Bank, ja. Die Bank haben wir ja freigeschaltet gerade. Kleine Bank. Ich würde die fast. Wohin? Hier so? So ein Eckgebäude, nee, das ist ein Eckgebäude. Lass doch mal die Ecke bauen. Ist das hier schlau? Komm, machen wir mal. So. Bank. Dahin. Jetzt mal gucken, was jetzt passiert. Jetzt sollten die sich noch weiter ausbauen. Gewerbe- und Wohnmischnutzung freigeschaltet, ja. Schlechter Sozialbau. Was brauchen sie denn für einen mittleren Sozialbau? Ausbildung, okay. Eine Schule wäre hier wirklich nicht schlecht in dem Gebiet, fällt mir gerade auf. Jetzt haben wir den Block hier natürlich weggerissen. Die sind eigentlich selten. Schule. Und... Dann werden die jetzt zum mittleren Sozialbau. So. Das ist das Gymnasium, ja, das ist die normale Schule. Oder mehr Plätze mit zwei Handel in Einrades, fünf Bankwesen in. Okay. Die müssten wir eventuell dann ausbauen. Können wir die kleine Bank dann ausbauen oder müssen wir dann eine große Bank haben? Vermutlich müssen wir eine große Bank dann haben. Krankenhaus.
3 Kliniken, okay. Könnten ja zumindest hier unten nochmal eine Klinik hinsetzen. Wo ist denn die andere? Wo steht denn die andere? Dass man das immer nicht sieht, finde ich ein bisschen schade, oder? Wird das angezeigt, wenn ich jetzt hier drauf gehe? Wo die andere Klinik ist? Nee, nicht wirklich. Das ist natürlich. Ach, das ist hier die Klinik, okay. So, das Gebiet ist abgedeckt. Hier oben nochmal eine Klinik hin. Versorgungseinrichtung brauchen wir hier wieder. Okay. Einen Supermarkt haben wir auch noch nicht, ne? Sind aber kurz davor. Das heißt, wir bauen hier noch ein bisschen Häuser hin und bauen dann einen Supermarkt dahin. Das ist meine Idee. Wie viel brauchen wir noch für den Supermarkt? Eine Warenfabrik braucht das auch. Okay. Die Warenfabrik braucht was? Da, 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 da. 8 mehr Logistik. Okay. Dann würde ich sagen, kommt das mit in unser Industrieviertel hier. Okay, wir brauchen hier noch. Gut, dann machen wir das so. Ziehen das hier. Da, nimm das weg. Kommt dann kommt die Warenfabrik hin. Und ach, wir brauchen ein paar Anwohner hier. Dann bauen wir hier ein paar Anwohner daneben. Und bauen dann da die Warenfabrik hin. Wir können auch, nein, wir machen das anders. Wir nehmen jetzt hier, wir sind ja eh im Industriegebiet, da können wir hier auch ein Sozialbau daneben setzen. Hier auch. Zwar hätte ich dann ganz gerne hier die Warenfabrik daneben. Ja, sehr schön. Supermarkt freigeschaltet, das wollte ich haben. Dann kommt jetzt der Supermarkt, den hätte ich ganz gerne hier in der Stadt. Stadtmarkt, also Reparatur, Nachbarschaft, wo haben wir den Supermarkt? Da, perfekt. Supermarkt hier. Ich weiß nicht, ob das da reicht, ob wir dann hier mal eine Stichstraße brauchen. Ich glaube nämlich schon. Machen wir so nochmal hier. Das sind hier die ziemlichen Barackensiedlungen. Ja. Wo die Schule ist, deckt die eigentlich auch mit ab. Also städtische Straße. Versorgungsdienstleistung brauchen die ja auch. Der Supermarkt deckt das nicht mit ab. Okay, dann werde ich den jetzt mal eine. Kleinen Supermarkt auf jeden Fall hier irgendwie mit hinsetzen. Nahrungsmittel, okay. Oh, wir sind im Nahrungsmittel schon wieder knapp. Ja. Hier könnten wir tatsächlich noch einen hinsetzen. So, dann haben wir das erstmal auch ausgebaut hier. Dann wollte ich da oben einen Supermarkt hinsetzen, ne? Hier haben wir schon einen, ja. Schossen. Kommt wieder weg. Wir nehmen den hier weg, würde ich sagen. Der ist für mich dann noch sinnloser. Was ist hier los? Versorgungsdienstleistung brauchen die. Ach, weil das jetzt da oben weg ist, der Supermarkt, haben die jetzt keine mehr. Dann nehmen wir da nochmal einen hin.
So. Und hier geht auch noch mal einer hin, wenn das hier nicht abgedeckt wird. Nee. Dann hier hinten noch mal ein kleiner Supermarkt hin. Vielleicht noch. Ach komm. Nicht genug Nahrung. Oh, wir haben schon wieder Nahrungsmittelprobleme. Huiuiui. Wenn wir die Pferde ja auch mal ein bisschen effizienter nutzen, könnt ihr zum Beispiel auch so ein paar von denen hier hinsetzen. So, hier auch noch mal hin. So. Oh. Sag mal, weggerissen. Ach, was ist denn mit meiner Maus schon wieder? Die will hier irgendwie jetzt gerade. Maus! Spielt die hier rum. So, jetzt. Wie lange spielen wir eigentlich schon wieder? Ich glaube, ich spiele schon wieder viel zu lang. Einen Moment, ich habe mich schon wieder verquatscht. Ja, wir sind wieder bei über 30 Minuten. So, dann würde ich aber sagen, gehen wir noch ganz große Stahlwerk freigeschaltet. Interessant. Ich gehe noch mal ein bisschen in die Stadt. Ich will mir die Stadt angucken. Die ist nämlich ziemlich gewachsen. Sind langsamer. Wo ein bisschen können wir mal sprinten. Wenn wir jetzt hier sagen. Na, ja, guck mal hier so mit den Wohnblöcken. Hier. Das sind die Bank. Ach, das sind die Sozialbauten. Das ist ein bisschen außerhalb hier. Die Bank ist ein bisschen weiter vorne. Dieser Multifunktionsplatz. Bushaltestelle. Hier ist die Bank. Hier haben wir dann so ein bisschen eigentlich Stadtzentrum fast. Wenn man das so möchte. Ein bisschen mehr braucht man natürlich, um sich auszubauen noch. Eventuell bauen wir auf der anderen Seite auch nochmal so ein Stadtzentrum auf. Auf der anderen Seite das Fluss. Da steht sogar ein Auto in der Garage, auch nett. Dass wir da vielleicht noch ein bisschen schlauer das Ganze aufbauen. Dass das ein bisschen intelligenter zusammengefasst ist, das ganze Gebiet, um dann einfach die Gebäude möglichst effizient zu platzieren. Mal gucken. Ja, aber sonst nicht schlecht. Sonst finde ich ganz schön hier. Fahrräder. Ach, ich wollte ja noch mal ganz kurz schauen, das kann ich jetzt zum Ende der Folge noch mal kurz machen. N drücken und gucken, was wir noch brauchen. Drei Dorfkneipen, ein Multifunktionsplatz noch. Haben wir keine Dorfkneipen mehr? 0 von 3. Ach, wir sind mittlerweile alle ausgebaut. Okay. Sind alle zu zweistöckigen Dorfkneipen geworden. So einfache Dorfkneipen haben wir kaum noch. Okay, die könnten wir dann auch mal wieder bauen. Und einen weiteren Multisportplatz. Dann kriegen wir ein neues Fahrrad. Interessant. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und tschüss.